Hallo. Hallo. So, Fettarsch 2 bewegt sich jetzt auch. Das Ding ist auch bald alle hier, der Bergmann. Bergmann? Ja, mit Samen. Ach so. Der überladen war. Deswegen will ich da unbedingt loswerden, weil das Ding ist echt richtig kacke. Ja, holen wir uns einen zweiten Horsch. Du Horsch! Hackelhorsch. Nee, das war Hackelschorsch. Genau. Hackelhorsch. Ja, das hab ich jetzt nur gesagt, weil der Horsch. Alter, dass der Hackelschorsch heißt. Das ist auch traurig, dass es das nicht mehr gibt, ne? Nur weil der Spinner, der es halt aufgehört hat, der so denkt, nee, ich will nicht mehr arbeiten. Du meinst, halt sowas wie. Stefan. Ja. Sowas wie halt, WOG-WM und so. WOG-WM, genau, und Crash Challenge. Boah, ich hab das geliebt damals. Turmspringen, ja gut, das hab ich nie gesehen. Ja, nee, da war ich kein Fan. Das war für mich irgendwie so echt ein Highlight. Aber die Crash Challenge ist auch echt ärgerlich. Ja. Kumpel von mir war mal da. Okay. Bei der TV Crash Challenge, also war mal da. Er sagt, das war der absolute Hammer. Ja, klar. Aber die haben den LKW, der Truck, der mal am Anfang reinkommt und wo Stefan mit reinkommt und die Mädels und sowas, ne, den haben die vorher auch abgewürgt, ey. Alter, da. Aber er sagt, das war immer äußerst beeindruckend, da die Show. Das ist schon echt krass. Ja, klar. Der Stefan Raab hat es schon echt super gemacht. Der hat echt geile Sachen erfunden. Ich sag mal, erfunden. Na gut, hat er auch erfunden. Ja, hat er ja erfunden. Die WOG-WM hat er ja erfunden. Oh, Alter, das war so geil. Crash Challenge ist ja jetzt keine Erfindung, aber von ihm, aber das ist auf jeden Fall geil. Was er da so macht mit Promis und so, ne? Ja, das stimmt. Das ist schon geil. So. So, schon fertig mit den Schieben. Das ging schnell. Ach, da ist der Fett. Huch. Ja, Fettarsch. Ja, und der sieht innen drin echt edel aus. Ach, hab ich noch gar nicht gezeigt. Oh. Hä? Kann man den nicht hier? Ach doch. Ja, der dreht sich ja komplett mit den, wie heißt das hier? Den kann man ja auch umdrehen, ne? Aber der hat sich ja mit Lenkrad gedreht. Genau. Und die Waltras waren das, die ein kleines Lenkrad hinten hatten, ne? Genau. So. Na, 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 na. Mäh! Ah ja, ein Mädchen. Wo ist denn der zweite? Wo ist denn der zweite Radlader? Der zweite Radlader steht doch genau vor der Etage. Am roten Container sozusagen. Ach so! Der steht doch genau davor. Ja, ich bin hier gerade normal am Durchzwitschen. Achso, ja, deswegen hab ich den jetzt gerade übersehen. Du bist gerade im Camping. Oh, die Bäume. Ja, genau, da gehe ich jetzt auch mal. Ah, du bist gerade. Schreib mal aus, ich will auch mal gucken. Das ist so cool, dass man sieht, wo. Alter! Ich gehe mal in den Wald spazieren. Ehrlich, Alter. Sieht aber voll cool aus. So, aber in den Wald geschissen. Oh. Ich bin die Kacke-Oma von Tobi! Oh. Was? Wer bist du? Kennst du nicht die Kacke-Oma? Nee. Was? Alter! War das nicht Let's Play, irgendwie dieses Bürospiel? Was? Von Gronk? Was? Nee, achso, ich habe nur irgendwie. Nee. Bevor Tobi umgezogen ist. Oder nee, warte mal. Ist er nicht irgendwie nur ein. Irgendwie in der Gegend da sogar geblieben? Oder? Ach, ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall, bei Tobi gab's mal so eine Oma. Ja. Die ist in den Wald zum Kacken gegangen. Echt? Ja. Alter. Ja, und die Leute haben sich da immer beschwert und so weiter. Und auch natürlich auch Tobi. Und so weiter. Und ja. War wohl irgendwie so eine geisteskranke Frau, die halt immer in den Wald geschissen hat. Wieso sollte sie das noch nicht dürfen, Alter? Was? Wieso sollte sie das nicht dürfen? Wenn da Hunde reinscheißen dürfen die Menschen ja wohl erst recht da reinscheißen. Sie hat das ja bestimmt nicht irgendwie auf dem Weg gemacht, oder?
Weiß ich nicht, ja, wenn die Frau sich, wie heißt das, wenn die Frau reingeht im Wald, sich irgendwo hinsetzt, niemand irgendwie öffentlich erregt oder so, dann darf die entscheiden, wie sie will. Die wurde schon mehrfach, Tobi sagte, dass sie da ziemlich offen da in der Gegend Scheiß. Ja, das ist ja was anderes, aber wenn ich mich irgendwo hinterm Wald fest, also irgendwie ein bisschen weit reingehe, so dass mich keiner sieht, darf ich da entscheiden. Ja, ich meine, wenn dann irgendwie die scheiß dreckigen Kühe da reinscheißen dürfen, dann dürfen wir Menschen erst recht da reinscheißen müssen. Ja, schon, aber klar ist das sonderbar, ne? Aber wie heißt das hier? Wenn Hunde umdürfen dürfen, dann darf ich jetzt echt da reinscheißen. Ja, der Fendt hat das wohl, schafft das hier. Hat das bestimmt. Aber ich finde jetzt neue Grün auch geiler. Ja. Das ist, weil das so ein bisschen feuchtend ist. Schön, der andere Fendt sieht so nach Muschi aus. Also. Ja, altbacken und verdammelt. Ja, ist auch halt die alte Farbe von Trent. Trent sag ich schon. Fendt. Verdammt. Wir müssen mal die Kühe langsam hier bevor mal vorgehen. Also wenn du auf die 7 drückst. Bei den Schweinen. warte mal, da will ich mal was. Ich will mal was versuchen. Kannst du mal eine Packung Schweinefutter holen? Ja. War noch bei Paletten. Schweinefutter. Einfach mal eine kaufen. Oder? Ja. Weil ich will nämlich mal gucken, ob das alles dann hier denkst. Achso, ja, ich glaube schon. Das wird alles dann füllen, ich meine. Ja. Weil das wäre nämlich ein... Ja, der Kacke, der nicht mehr da, wie heißt das, der bezahlt mir voll viel Geld und dann machen wir gar kein Geld mit den Viechern. Nur ein Schweine zu haben, oder? Alter, Reproduktionsrate, 857 Stunden. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Oh Gott. Was? Reproduktionsrate bei den Viechern gerade, 857 Stunden. Bei den Kühen, weil die nicht glücklich sind, weil natürlich ja, alles klar ist. Ich habe denen übrigens, ich wollte gerade sagen, Milch gegeben, Wasser gegeben. Ich habe mir den Wasserturm hier, ich habe auch einen Wasserwagen, so einen Wassertransporter gekauft und habe den hier halt Wasser reingeschmissen. Und sind dann sofort voll ausgerastet zum Futtertrog gefahren. Weißt du, was ich da immer machen muss? Ich muss mit dem Waltra mal die Beingabel holen. Der Waltra braucht doch hier seinen Arm mit Beingabel. Nicht Waltra, hier der Lindreck. Ja, stimmt. Ach nee, hier ist ja schon ein. Dann kommen wir dem Ding nicht zurück. Was? Wie? Was? Achso. Hier ist doch schon eine. Hier ist doch die vom Waltra, die gelbe. Die kann doch passt auch bei dem Lindner ran. Lindner, ja. Immer wenn ich denke, immer wenn du sagst, Lindner, dann denke ich, dass du das falsch gesagt hast, weil wir halt immer Lindreck sagen. Ja, Lindreck halt. Ja. Alter, das ist ganz schön riesig. Was kommt denn jetzt bei den dreckigen Mistviechern da rein? Stroh ist da drin, Gras, das ist aber Heu da halt, ne? Machen wir mal, was wir doch hier haben. Silage, Komma, Heu. Hier, wir haben noch hier schon. Alter, wie soll ich das eigentlich da oben holen? Ne? Ja, das, deswegen, dafür bräuchten wir tatsächlich keinen. Brauchen wir einen Teleskoplader noch, ne? Ja. Weil die Frontlader zu klein sind. Das hättest du ja mal vorher sagen können. Ja. Wir können das ja. Wir könnten ja den Lindreck zu den Schafen hinpacken und den Teleskoplader zum Dings. Ach, wir brauchen aber. Okay, ich verstehe das System hier nicht mit dem Teil. Ich drück die ganze Zeit X, aber. Du musst Teil ausgewählt haben. Hab ich. Der ist ausgewählt, also ich kann auch Sperren drücken. Sozusagen.
Lektüre. Ich fahre mal vielleicht mal gerade dran oder so. So, pass auf. Ich könnte, also ich fahre jetzt mal ran, ne? Ja, du musst reinfahren. Ja. Und jetzt und dann auf einfach X drücken. Siehst du? Und du kannst jetzt damit rumfahren, wie du fröhlich bist. Du wirst das Ding nicht verlieren. Und das kann ich dir jetzt hier reinpacken, oder? Halt, stopp. Das ist, nee, das ist ja Heu. Das brauchen wir ja, für, das brauchen wir auch. Ja, das brauchen wir für den Futterwagen. Achso, das heißt, ich kann die Kacke jetzt mal kurz in den Futterwagen mal reinsetzen, oder? Genau. Weißt du, was wir gleich machen? Ich bei eBay verkaufen? Ja, das auch. Nee, die Grasladewagen. Oh, jetzt sind 100%. Achso, ja, was ist genau. Denn die Grasladewagen? Die Grasladewagen werden wir entleeren, also das ganze Gras da aufsammeln. Achso, ja. Was wir da haben und alles hier in das Silo reinpacken und dann endlich mal das Silo hier zumachen. Ja, weil wir haben das Silo hier noch gar nicht zugemacht. Genau, lass uns das machen. welchen nehmen wir dafür? Dafür nehmen wir schnelle, das heißt, ich nehme den JCB. Ich fahre da mit dem JCB lang, weil der doch wirklich schon echt, ne, mit 73 km/h einfach am schnellsten ist. Ja. Ah ne, warte, ich muss erstmal den Fendt, wie heißt das hier? Der ist fertig. Du müsstest, ja, du müsstest aber vorher nochmal irgendwie, nochmal mit einem Schwader darüber. Ach ja, ja, mach. Derweil mache ich das kurz mit den Schwein. Schweinefutter, nur mal zum Testen. So, ich hab mal den, also ich mach den Fan jetzt auch nochmal. Alter, hier ran. So, guck mal. Den Fan mal loslassen aufs Feld. Mit besamt. Ah, besamt. Das Ding fährt auch 63, der Fan, ne? Alter, geil. Ja. Jetzt haben wir alle Fans, ne? Oder gibt's noch mit irgendwie noch einen? Wir haben den kleinen, glaube ich, noch nicht. Oder, ach so. Oder haben wir den. Haben wir den kleinen oder? Warte mal, ich guck mal kurz. Aua. Au, au, au. Ah, Mann. So, wir haben den kleinen. Haben wir nicht. Ach so. Wir haben den mittleren. Und den, den großen. Ja. Wenn wir uns irgendwann mal noch einen kleinen Tacker holen wollen, dann würde ich auch sagen, holen wir uns den Massey. Ja, bei denen finde ich weiß gar nicht, wofür kleine brauchen, Alter. Die braucht man für nichts. Die sind für nichts da, für nichts gut. Sag das nicht. Ja, das war die kleinen können wir zum Anfang. Beispiel zum Zettern zum Beispiel benutzen und so weiter. Ja, aber dafür haben wir ja auch den Walter. Ich weiß, da haben wir für jedes Gerät irgendwie bald eine Sache, einen Trecker, weißt du? Das ist irgendwie. Haben so, wir doch schon. Ja, ja. Irgendwie so sinnlos. Alter, hier ruckelt das aber hier mal diesen. Bei mir nicht. Bei mir war. Nee, auch nur dieses einmal, weißt du? Die Jüte ist fertig. Bei mir nicht. Als wenn man so in so ein neues, in so einen neuen Chunk fährt, so nochmal so. Geil, die haben hier, glaube ich, einen neuen Verkehr hier eingebaut. Mir kam ein Trecker entgegen. Dir kam ein Trecker entgegen? Ja. Ach. Voll geil. Alter, hast du das jetzt echt ernsthaft geglaubt? Ich dachte nur gerade, oh, herrlich. Weil die Straße bei mir komplett leer war, weißt du? Deswegen dachte ich gerade, Alter, kam überhaupt was entgegen. So, du sagtest erstmal zettern hier den ganzen Weg. Nicht zettern, sondern schwadern. Ja, also, schwadern. Ja, schwader ich den Piss noch. Erstmal muss ich hier mit dem einen bisschen zurückfahren. Doch nah dran. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Okay, Schweine, Körnermais, Weizen und Gerste. Aber kein Raps, Sonnenblumen, Sojabohnen oder Kartoffeln. Auch kein Stroh. Achso, das heißt, es ist nur eine Sache sozusagen eigentlich von dem her. Nee, zwei Sachen. Körnermais, Weizen und Gerste. Also Körnermais und Weizen und Gerste.
Ja, tatsächlich. Das, Alter, und dafür das wollen wir kaufen dafür? Nee, das lohnt sich überhaupt gar nicht. Und vor allem, guck mal, wie wenig, ey. Ja. Das lohnt sich überhaupt nicht. Geld für Belange, was ist denn bei denen falsch gelaufen? Ja. Alter. Och Mensch, hat er den Waldreichen stehen lassen. Was? Du hast gerade den Waldreichen stehen lassen, so dass ich mit dem Zetter da anfangen kann, wie ich immer anfangen müsste. Warum nimmst du nicht den auch den Waldra dann dafür? Weil ich mit dem JCB sowieso schon da bin und bei dem weil an dem Waldra alles dran ist und ich dachte, das alles abmachen muss. So. Oh, jetzt ruckelt's bei mir gerade, auch an der Stelle. Ja, ich sag drin. Ja, da ist irgendwie, wie heißt das so, weiß ich nicht, aber halt, so ein Übergang aber, oder so. Ja, aber halt dieses Duck, 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 Duck. Ja, so einmal krass und dann weg. Bei mir. Nö, bei mir Duck, 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 Duck. Okay. Also so Diashow-mäßig. Naja, so, naja, gut, bei mir ist einmal so richtig so und einmal runter auf 20 Frames und dann wäre ich fertig. Na gut, 20 Frames bei mir nicht. Bei mir geht das, ging das glaube ich auf 40 Frames runter. Okay, nur einmal fertig. Aber komisch, dass, wie unterschiedlich ist das, also. Boah, alter Spiel. Och nö, das ist Ramonas Mutter, da habe ich jetzt keine Zeit für, ehrlich gesagt. Mach mal leiser, also halt mein. Hand davor, damit das ein bisschen leiser ist. Ach. Das ist sind ja nur die Zuschauer, die einen Ohrschutz kriegen. Nee, Alter, Ramonas Mutter, wenn du die einmal am Telefon hast, dass die herb ist, die kriegst du nicht mehr los, ey. Ja, genau wie meine Mutter. Nein! Das war falsch. Boah, Alter, wieso hab ich Hunger? Das ist unfassbar. Es ist nicht lange her, dass ich was gefressen habe. Ja, Alter, da musst du mal was ins Gesicht füllen. Alter, jetzt wird das Riesige hier geschwadert. Alter, verdammte Kacke, echt. Was für ein Riesenkackhaufen, Alter. Boah, ach du Scheiße, ey. Läuft bei uns, ne? Moin. Alter. Mann, Mann. Also, ist der voll oder tut er noch so? Die sind beide voll. Also alle sind voll, alle überladebar. Bei mir sieht das so verkrebelt aus. Ja. Boah, mit denen hat er aber zu kämpfen. Na, wohl jetzt nicht mehr. Alter Schwede, sind das Haufen hier. Da fährst du einmal kurz rüber, aber hast den Lümmel rausgeholt, zack, ist er schon fertig, so nach dem Motto. Ist ja hier schon fast so, ey. So viel wieder da, also alter Schwede. Wo muss man denn am besten reinfahren, damit man genau da ankommen. Okay. Bei den, Alter. Bei den Dreierdings der letzte, okay. Also im Prinzip hinter dem Pizzaschild. Was für Riesenhaufen. Gut. Weiß ich Bescheid. Ja, hab ich erzählt, dass ich auch. Ach nee, hab ich auch. Ja, wir haben auch eine Pizza geholt, ne? Hab ich dir geschrieben. Ja. Oh, ich hatte Ente halt mit Soße Hollandaise, aber XL diesmal. Oh. So traumhaft. Soße Hollandaise. Ach. Magst du nicht? Ich mag die echt gerne, Alter. Und das schmeckt zu Ende so. Aber richtig. Ich sag dir das ganz ehrlich, weil Laura hasst auch Soße Hollandaise. Ne? Mag sie absolut nicht. Aber mit der Ente zusammen sagt sie, das ist der absolute Hammer, Alter. Die war richtig begeistert. Wer ist denn mir den Kleinen? Mit welchem bist du gefahren? Also welchen Trecker bist du drin? Lambo. Achso, ja. Hat dann ein bisschen mehr Leistung drin. Nee, ja, aber nee, das war, also sie sagt, das war der Hammer. Ey, und wie gesagt, auf so einer XL-Pizza, das ist ja unnormal, wie viel Ente da drauf ist, ne? Das, also da waren bestimmt 300 Gramm Ente drauf, oder? Ja, die klatschen da richtig viel drauf. Alter, was ist denn mit der Lenkung los? Seitdem wir den einen, wie heißt das hier, Anhänger gekauft haben, spinnt die Lenkung hier. Also, ne, ich fahre nicht geradeaus mit dem Anhänger. Wenn ich einmal lenke, zieht er sofort 200 Kilometer nach links.
nicht optimal. Ich habe irgendwie schon bei 2 jetzt aufgefallen. Alter, das Vorfahrt. Ja, Alter, hör doch auf zu lenken. Was ist denn das für ein Scheiße? Seitdem wir die Mod drin haben, ich glaube, wir müssen den. Welche Mod? Den Krampel, den einen müssen wir wieder rausnehmen. Habe ich das Gefühl, weil seitdem der drin ist, tun die Anhänger ein scheiß Fahrverhalten haben. Bei mir nicht. Nee, aber richtig beschissenes Fahrverhalten, Alter. Der lenkt auf einmal nach ganz links, ey. Nicht optimiert genug. Kommst du da auch mal wieder raus, Alter? Ja, ich bin gerade am Entladen. Ich hab gestern Fingernägel geschnitten und ich habe eine Ecke, ich muss mal kurz. Ja, das ist immer ätzend. Diese Ecken kenne ich. Oh, das tut immer so weh. Manchmal ist es auch dann so, dass man das nicht bemerkt und so weiter und also nicht so richtig nicht so schnell bemerkt, dann entzünden die sich. Oh. Das habe ich ständig. Ich habe so ganz komische Fingernägel. Aber mal gucken. Bling, bling. Ich finde das blöd, dass man nicht auswählen kann. Dass man nicht auswählen kann, wie viele Rundumleuchten die Trecker haben und so weiter. Also, dass man das auswählen kann. Dass man halt bei denen jetzt hier zum Beispiel auswählen kann, dass er nur eine haben soll oder halt zwei oder halt gar keine. Das wäre schön. Das war eine Monsterecke, Alter. Heftig. Naja, kenne ich. Es ist immer sehr fies. Ja, vor allem die kommt immer irgendwie einen Tag später erst. Was ist das eigentlich, Alter? Gestern alles frisch, heute auf einmal eine Monsterecke. Die habe ich richtig an der Tastatur gemerkt, ey. Ja. Dass ich da hängen geblieben bin, Alter. Ja, wir sammeln alles auf und dann tun wir denn, wie heißt das hier, zumachen hier, ne? Ja. Was? Slime-Line. Ah, da sieht man ganz genau, wo ich mit dem Rasenmäher nicht hinkam. Naja. Ah, die Tankstelle schon. Toll. Jetzt fange ich an der Stelle an, wo nicht so viel drin, nicht so viel drin ist. 60%. Ja, war einfach, komm gleich hin. Oh, jetzt habe ich da aus dem was liegen lassen. Oh, Alter. Und jetzt. 80. 90. Mhm. 100. Also ich brauche das Gras nur angucken, weißt du? Meiner ist schon halb voll jetzt gerade. So, warte. Alter. Hm? Ja, Alter, das sind... Was zur Hölle, der kommt hier gar nicht hoch, so hoch ist der Anhänger, Alter. Der ist gerade ausgeschlagen, mein Teil hier. Oh, what the fuck, Alter. Ich stand gerade 3 Sekunden auf der Stelle und er hat die ganze Zeit weggesaugt. Ja, ich bin voll. Ich bin voll. Alter, ich bin 8 Meter gefahren. Warum müssen wir es übertreiben? 1, 2 und hier rein. Ah! Boah, Alter! Boah. Ich glaube aber, das liegt auch an den Anhängern und an den Treckern. Dass die Trecker einfach zu leicht sind. Ich weiß nicht. Finde ich komisch. Das ist erst seitdem der Krampel drin ist. Ich sehe keine Veränderung.
Bei mir. Ich lenke nicht vom Fahren nach links. Ja, das liegt, glaube ich, tatsächlich daran, dass dann... Das schon wieder. Was? Was war denn noch mal? Ja, eine Pommel auch noch mal. Ne? Muss ich mal mit dem... Muss ich mal machen. Den muss ich mal mit dem Challenger fahren. Weil der darf ja nun wirklich nicht mehr zu schwach sein. Ich meine ja auch nicht zu schwach, sondern zu leicht. Dann mit dem Messer. Ja, so stimmt. Der hat ja Radgewichte. Also wenn das dann immer noch so ist, Alter, dann ist im Mod hat er gekackt. Ey. Alter, du lebst ab wie so eine Schnecke, Alter. Hallo, du hast den schnellen Trecker. Ja, Alter, das hat doch nichts mit 1 km/h zu tun, also beim Abladen. Ach so, hab ich dich so aufgeholt? Ja, du fährst ganze 10 km/h schneller als ich. Nee, sogar mehr. Ja. 10 km/h. Was? 10 km/h, du hast doch den Lambo, ne? Genau. Ich hab gesagt, du sollst den Pimmel aus dem Mund nehmen. Du hast doch den Lambo. Ja. Der fährt 63. Oh, jetzt gerade irgendwie fast 70. Wow, was? Hä? Ich glaube, das sind diese Desynchronisitäten. Ach, bei, ja, mir, genau, beim, damals, bei mir zappelt gerade der Tacho zwischen 63 und 69. Damals, wenn man mit dem Mähdrescher bei FS15 einmal ja, genau. 120 km/h und so. Nur, dass es bei mir gerade dauerhaft ist. Oh, Alter, 70! Yo, 71! Geil! 72! Wow! What the fuck, Alter? Da wollen wir mal gucken, was ich hier so übrig gelassen habe. Ich habe hier nirgendwo was übrig gelassen. Ah, doch, hier. Ah. Ach komm, egal. Das kann man auch dann, Das stimmt, das kann echt mit dem Gewicht was zu tun haben, weil jetzt, wo, wie heißt das, nichts drauf ist, ja, drin ist, ist ja ein Ding. Alter, 20. Okay, hier ist wieder so ein kleines so ein kleinen Hupen. Hupen, Düben. Hast du einen Hupen, Düben? 70. 80. 90. Alter, 100. Ja, was soll ich denn sagen? 30. Badum. 40. Ja gut, du hast ja auch den Kleinen. Ja, 60. Hey, VJ hat die Arbeit. Ach, Alter, ist der schnell. Ja, das ist super. Oh, voll. Digga. Mahlzeit. Meine Frau hat Bounty gekauft, Alter, so eine kleine. Ey. Oh, lecker. Oh, lecker. Bounty ist so lecker. Oh. Gefällt, ne, aber trotzdem. Was? Gefällt. Ja, ist ja egal. Schmecken ja auch. Ja. Alter! Boah, wäre ich jetzt nicht, hätte ich jetzt nicht die Spur gewechselt, ne? Dann wäre der mir reingefahren. Der Penner. Meh. Alter, ist das nervig, ja. Was? Mit dem Gewicht? Jetzt übertreibt das, ja. Drücke einmal nach links, fällt er nach links. Ja, ja, genau, ja, ist das Gewicht. Ja. Das macht, das hat er ja damals mit den MAN ja auch immer gemacht, wenn er voll beladen war. Alter, ist das hier. Ich muss mal langsam mal nach so Scania V8 Mods gucken. Ja, irgendwo wird es schon einen gesehen, der einen hatte. Ja, ja.
Ich muss den mal testen, wegen, weil ich will ja halt den, wieder den haben mit dem geilen Sound. Mhm. Du, was? Du bist schon da? Naja. Krass. Unfassbar. Du bist mir unheimlich. Reingefahren. Hm? Wie bin ich denn gerade reingefahren? Wie ein Mongo. Wie ein Mongo. Ja, liegt eindeutig am Gewicht. Selbst der Lambo hat hier Probleme. Wenn er voll beladen ist. Du hast ja dann 50.000 Liter drin. Das ist auch nochmal. Ja, gut, mehr. Ja, stimmt. So, ich würde dann sagen, wie viel kannst du noch aufnehmen? 45. Ja, machen wir das in der nächsten Folge. Tschüss. 45 Minuten. Ja, tschüss.